Opel definiert seine Zukunft elektrisch, kämpft aber mit den schwierigen Rahmenbedingungen. Mit einer großen Finanzspritze vom Staat waren die zögerlichen Kunden leicht vom E-Auto zu überzeugen. Dies ist nun schwieriger geworden. Auch die Basis jeder Umweltfreundlichkeit ist kaum gegeben, denn die nötigen 100% Ökostrom sind nicht vorhanden und werden es wohl auch auf lange Sicht nicht sein. Die Regierung hat soeben erst verkündet, dass nun 55% nachhaltig seien. Das scheint eine gute Meldung zu sein. Allein die Tatsache, dass aus 40% plötzlich 55% wurden, trotz fehlender Wintersonne für Solartankstellen, lässt aufhorchen. So hat die grüne Regierung, die jedweden Atomstrom nicht mehr haben will, den zugekauften Atomstrom aus den Nachbarländern kurzerhand für klimaneutral erklärt. Man muss sich schon wundern. Unser Testwagen ist diesmal der Opel Mokka. Und der verfügt über eine sehr moderne Plattform, die jeder Konkurrenz leicht standhält. Ja, er macht sogar sehr viel Spaß, ist nicht so schwer und kompliziert wie viele stylische Mitbewerber und verfügt durch die Anbindung an den Stellantis-Konzern mit den Schwestermarken über eine große Zukunftssicherheit. Dies ist heute wichtig, denn einige Analysten gehen davon aus, dass in den nächsten Monaten einigen kleineren E-Auto-Anbietern die Luft ausgehen wird. Heute im Alltagstest der Opel Mokka E. Und ich sage es gleich vorweg, das Fazit ist zweischneidig, denn der Mokka an sich ist ein sehr gutes Fahrzeug. Sehr gut verarbeitet, es ist ein typisches City-SUV, kompakte Maße, man sitzt hoch, wirklich ein tolles Auto. Problematisch sind für mich die Dinge bei diesem Fahrzeug, die Opel gar nicht zu verantworten hat. Das ist einerseits die Batterie und auch die fehlende Ökostromverfügbarkeit, die eben dieses Fahrzeug niemals wirklich einen Beitrag zum Umweltschutz oder zum Klimawandel oder gegen den Klimawandel leisten lassen wird. Das Problem bei diesem Fahrzeug ist das Laden. Wir sind in den letzten Tagen einige 200, 300 Kilometer gefahren, mussten dann wieder zum Laden. Und jedes Mal ist die Fahrt eben zur nächsten Ladestation mit einer 150 kW-Säule dauert schon mal 10, 15 Minuten. Hin und zurück, halbe Stunde. Dann steht man an der Säule und bis man 90% voll hat, ist man wieder ungefähr 40 Minuten da. Und das alle 2 bis 3 Tage, das nervt enorm. Also Elektromobilität, großes Fragezeichen. Der Mokka, ein tolles Auto. Das neue Markengesicht von Opel ist breiter und flacher gezeichnet. Es gibt dem Kompakt-SUV Statur und Charakter. Der Mokka ist zudem kürzer als der Vorgänger. Nur noch 4,15 Meter misst er in der Länge, fast 13 cm weniger. Im vergangenen Jahr stiegen die Zulassungen der Opel-Modelle um 15%. Beim Mokka hat der Stromeranteil inzwischen 53% erreicht. Allerdings gab es da noch Zuschüsse, die sich der Deutsche ungern entgehen lässt. Der Mokka Electric wird auch mit einer größeren Batterie vorfahren, die eine WLTP-Reichweite von 406 Kilometern ermöglicht. In den kommenden Jahren werden alle Opel-Modellreihen eine elektrische Version bekommen, bis sich Opel im Jahr 2028 in Europa vollständig von den Verbrennern verabschieden wird, soweit die Rahmenbedingungen stimmen. So ist es doch eine gute Situation, dass es den Mokka auch gleich mit 3 verschiedenen Herzen als Benziner, Diesel und mit Elektroantrieb gibt. Die Platzverhältnisse innen sind trotz der kürzeren Karosserie ähnlich gut wie bei der ersten Generation. Auch beim Gepäck sind 350 Liter Kofferraum akzeptabel. Bei umgeklappter Rückbank schafft der Mokka ca. 1100 Liter Gepäck. Der Mokka hat ein zeitgemäßes Cockpit mit gleich 2 Bildschirmen mit hochauflösender Grafik. Die Ausstattung passt. Am Steuer des Mokka fühlt es sich an wie in einem klassenhöheren Wagen. Die hohe und breite Haube ist, ganz im Gegensatz zum Vorgänger, gut einsehbar. Häufig hören wir von Autofahrern, dass sie einen gewissen Respekt vor dem Umstieg auf Elektro haben. Ganz so wie vor Jahrzehnten Automatikmodelle Respekt einflößten, wurde zuvor ein Schalter gefahren. Respekt muss niemand haben, denn die meisten Neueinsteiger würden auf den ersten Metern kaum bemerken, dass sie nun elektrisch fahren. Also alles easy. Dank des vom Start an aktiven maximalen Drehmoments von 260 Newtonmetern fädelt sich der Mokka E zügig und sogar sportlich in den Verkehr ein und zeigt sich dabei von seiner unaufgeregten Seite. Spätestens jetzt hat der Fahrer vergessen, dass er ein Elektrofahrzeug fährt. Es soll immer noch Leute geben, die fragen, wie er sich denn elektrisch fährt. Ja, genauso wie ein Verbrenner. Umlernen ist nicht nötig. Alles ist wie immer.
Das Fahrverhalten des Mokka lässt sich als narrensicher bezeichnen. Dass die elektrische Ausgabe die leistungsstärkste der Baureihe ist, sollte mehr als ein Zufall, sondern eher ein Bekenntnis von Opel zur elektrifizierten Zukunft sein. Der Antriebsstrang des Elektrikers wird auch vom Corsa E genutzt. Die Akkus liefern 50 Kilowattstunden, was dem knapp 1600 Kilogramm schweren Mokka E eine Reichweite von bis zu 406 Kilometern bescheren soll. Geladen werden kann der Mokka mit bis zu 100 Kilowatt. Dann ist die Batterie nach 30 Minuten zu 80% gefüllt. Die Preisliste des Mokka E beginnt bei 37.650 Euro. Auch wenn die Ladezeiten und auch das Handling, gerade wenn keine eigene Photovoltaik und keine eigene Wallbox zur Verfügung stehen, recht mühsam sind, macht die Ausfahrt Freude. Wird es irgendwann mal 100% Ökostrom geben oder die eigene Photovoltaik füllt den Opel, ist er auch ein Gewinn für die Umwelt. Bis dahin fährt der Mokka zumindest in der Stadt abgasfrei und macht durch seine Kraft sogar sportlichen Kunden viel Spaß.